Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video von den Freestyle Junkies. Wir sind heute in Leibelfing und ich zeige euch heute mal meine neue Santi Slick. Wir reden mal ein bisschen detaillierter über den Flieger nach dem Intro. So, also wie vor dem Intro erwähnt, sind wir jetzt beim Flieger. Reden wir da heute ein bisschen drüber, über die Komponenten, was ich verbaut habe, wie ich zufrieden bin. Dann ein kleiner Planporn und ein Flugvideo kriegt natürlich auch noch dazu. Fangen wir beim Motorsetup an. Ich habe diesmal auf den Hornet 125 Kubik gesetzt. Ich habe aktuell einen Falken 28x11 ummert und MTW RE2 aus Dämpferanlage. Funktioniert brachial, hat eine brutale Leistung, also echt top, sodass man sich sicher fühlt. Und bin echt stolz, dass es so gut funktioniert. Als Servus habe ich die neue Savex 3290 SG verbaut. Sind auch top bis jetzt, haben vom Stromverbrauch von den 2290 auch um fast die Hälfte runtergegangen. Aber du hast trotzdem die gleiche Steigkraft und gleiche Geschwindigkeit. Genau, funktioniert auch top. Bin sehr überzeugt. Aus Empfangsanlage habe ich wieder die Yeti Centralbox 210 drin. Mit einem RC-Switch, weil es halt einfach geil ist. Einfach vom Sender aus anzuschalten, muss nichts da. Dann drückst zwei Knöpfe und der Flieger ist auch das Ohr. Und ja, Yeti funktioniert halt immer, ich habe noch nie Probleme gehabt. Deswegen sitze ich da eigentlich auch bei ihr da jetzt wieder auf jeden Fall. Soweit war es jetzt mit dem Flieger. Schreibt gerne in die Kommentare eure Meinung zu dem Flieger. Jetzt gibt es noch einen kleinen Planporn und ein Flugvideo. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert uns, wenn ihr nichts verpassen möchtet. Genau. Also viel Spaß beim Video. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Also, servus. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this,